Hallöchen, meine Lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Heute von dem mobilen Spiel Lichtspeer, welches nicht kostenlos ist. Es kostet 4,39 € im Play Store. Und wir werden uns doch mal angucken, ob dieses Spiel dieses Geld halt wert ist. So, wir können Hans wählen. Achso, wir kennen einfach so männlich oder weiblich. Hans, Helmut, Hildebrand, Ivo, Johann. Können wir einen eigenen Namen nehmen? Karl, Luther, ne, Luther. Wir überlegen gerade. Achtung, du bist im Griff, ein uraltes germanisches Spiel aus der Zukunft und möglicherweise aus einer Dimension zu erleben, die senkrecht zu der deinen verläuft. Es besteht die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass nichts, was unter den Augen kommt, irgendeinen Sinn ergibt. Aber keine, und ich weiß nicht, was der Rest heißt, weil es war weg. Die Maske aus Zelda. Mensch, du lächerliches kleines Wesen. Erzittere vor dem mächtigen Lichtgott. Du stehst vor mir, um einen sehr heiligen Auftrag zu erfüllen. Mir ist langweilig. Und ich brauche einen Helden, der zu meinem Vergnügen kämpft und stirbt. Das ist wahrlich eine große Ehre. Deine lächerlichen kleinen Menschenfäuste sind jedoch zu schwach und öde, weswegen ich dir eine viel, viel unterhaltsamere Waffe leihen werde. Den fantastischen, intergalaktischen und übermächtigen... Lichtspeer! Okay, sorry. Das Laserschwert spielen ist Star Wars. Naja, fast. Lichtspeer. Zeig mir dein Können, dann belohne ich dich vielleicht. Ich versage und ich bestrafe dich. Bin dann eh tot. Willst du machen? Nun geh, ich muss noch. Was? Es muss noch viel gestorben werden. Ich werde zusehen. Wahnsinniges Weltraumgelächter. Unterwegs nach das Ancient Wildwood. Lern den netten Zauberer kennen. Erzähl mindestens 70 Kopfschüsse. Verliere nicht dein Licht. Oha, sogar noch eine Reihe mit eingebaut. Verliere nicht dein Licht. Bro. Halte gedrückt und bewege zum Ziel den Finger auf und ab. Zum Schießen lässt du sie los. Zerstöre sie jämmerlichen Ziele. Wie geil ist das denn bitte? Oha, ich lieb's jetzt schon. Jetzt lernst du, wie man den Dreispeer verwendet. Tipp mit zwei Fingern kurz, nachdem du gesteuert hast. Versuche die Ziele mit... Ne, es geht nicht. Also, na, Moment. So, probieren wir es. Jo. Ist das laut, Alter? Wahnsinn. Gut gemacht. Jetzt bist du bereit zu sterben, und zwar oft. Werden wir immer den Dreierspeer nutzen, oder? Achso, ne, Dreierspeer haben wir oben links den Skill. Oh, wir haben so einen Headshot gemacht, nice. Ja, easy, Leute, easy. Ihr kennt mich doch. Von den Games liegen wir doch einfach. Hier, in einem Non-Headshot. Fast. Verdammt. Close. Ah, plus 20% wegen dem Headshot. Na, kommt da noch was? Oh, Bruder! Einfach in dein Face hinein! Ich bin einfach der absolute Sniper-Master! Na ja, gut, das würde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht mehr als Headshot gelten lassen, aber ist okay. Absoluter Sniper-Gott bin ich hier. Oh, das war's. Oh, kann ich mich auch irgendwie aufleveln? Ja, geil. Okay, cooles Kampfsystem. Wahrscheinlich müssen wir immer sterben, ne? Voll in die Füße rennen. Bam! Bam! Zack! Einfach direkt in den Kopf geschossen. Oh nein. Oh doch. Weitschuss. Nochmal ein paar Punkte bekommen.
Na, doch, easy. Jetzt ist mein Counter, na, wie heißt das? Meine Combo wieder runter, nicht mehr auf 70%, sondern auf 0 runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich wollte gerade einen Dreisperr setzen, aber der Dude war ja einfach kacke. Schneller tot. Okay, das war lustig. Ah, fand ich gut. Wir haben ein Lagerfeuer. Könnte das sein, dass wir danach Pause machen können? Um uns irgendwie zu leveln oder so? Aber ich glaube, sowas wie Leveln gibt es hier nicht wirklich, oder? Alle drei Speerinnen, das fette Vieh. Geile Sache. Oh Gott, wie kann ich das noch fehlen? Ah, zu lustig. Okay, ich dachte nicht, dass ich ihn jetzt getroffen hätte. Ein Feuer zum Ausruhen? Leider nein. Okay, läuft vorbei. Dann müssen wir uns tatsächlich wahrscheinlich leider killen lassen, aber gucken wir mal. Wir werden natürlich so lange spielen, wie es funktioniert. Scheiße, fliegende Einheiten. Oh. Einfach ins Gesicht rein. Oh. Ja, voll schwer dieses Spiel. Fünffacher Kopfschuss, fünffacher Kopfschuss. Gesnallt, du Drecksvieh. 300 Punkte hier, also wie die Blutlache runterfließt. Ein Stück kleine Kinder hier. Okay, laufen immer die gleiche. Sobald man einmal so ein bisschen das Gefühl hat, wo die langfliegen, ist es easy. Level 5. Na, da kommen bestimmt gleich welche von oben, oder? War klar. Ah, zu lustig. Ich hab verkackt. Man selbst, was bringt mir diese Punkte? Ich habe gar keinen Reiz, diese Punkte überhaupt zu sammeln, wenn ich damit eh nichts machen kann. Vielleicht danach, wenn ich sterbe, mal gucken. Okay, wie das ein Kopfschuss gewinnt, das weiß ich zwar nicht, aber ist okay. So ein Zauberer von da oben könnte nochmal kommen, der ich voll Bock weg zu snipen. Piu! Das ist lustig. Den oben weg zu snipen ist cool. Wie viele Laserstrahlen da einfach liegen, viele Laserschwerter. Das Ancient Wildwood erobert. Genauigkeit, fast 92%. Nicht schlecht, also fand ich gut. Stilverhältnis, die 11%. Durchschnittlicher Bonus, 34%. Wunderleben, Weitspeer. Ach so.
War ja fantastischer Highscore. Wunderleben, das heißt, wir haben wahrscheinlich sind nicht gestorben und haben einen Gegner auf Max Range gekillt. Hier fehlt noch eins, ich weiß noch nicht welches. Okay, es hat immer ein so eine Stage hat immer fünf Level. Willkommen, Lichtmeister. Ich bin der Lichtgott des Handels und leite den lokalen Lichtladen. Ich kriege LSD. Lichtstandard DM natürlich, was sonst? Nice. Dann gehen wir doch mal rein hier. Lichtstrahl. Bediene Wische nach rechts, um jederzeit den Lichtstrahl auszulösen. Level 2 kostet er 25.000 LSD. Der Schild. Lichthammer. Und dann kann ich den Hammer von Lichtwischen nach oben jederzeit Söder herbeizurufen. Lichttrance. Oh ne, ist nicht so geil. Lichtdrohnen. Lichtregen. Superzeit. Lichtwächter. Sieht jetzt alles nicht so geil aus, ne, muss ich sagen. Wir können hier die Abklingzeit reduzieren, wahrscheinlich. Ja, auf 12 Sekunden. Tatsächlich ist das irgendwie am besten, muss ich gestehen. Oh. Jetzt machen wir 4, wa? Wow. Okay, auf Level 5 kriegen wir dann halt immer noch 12 Sekunden. Dafür machen wir dann 5 Speere. Brauchen wir allerdings 100.000 LSD dafür. Okay, das ist crazy. Es gibt scheinbar nur 4 Level hier. Und dann geht's halt weiter. Töte den Piraten durch den Wikinger, lass dich nicht von der Harpune erwischen. Töte den Boss beim ersten Versuch. Das Gloomy Sea Castle. Geht schneller, oder? Habe ich das Gefühl. Schade. Super knapp. No! Kacke! Echt? Sobald er dich einmal killt, musst du wieder komplett von vorne anfangen. Wie behindert ist das denn bitte? Holy shit. Super gefährlich. Ja, okay, ist natürlich schade. Also, es kostet alles ultra viel. Und bringt halt auch nicht. Ich meine, es sind 3 Sekunden weniger Abknüpfzeit. Seriously? Der sagt, yo, der Speer durchdringt halt noch einen oder so. Und dann bitte nicht mit den Münzen, die ich über 5 Level gesammelt habe. Aber yo, nicht so geil. Also, die ganzen Punkte sind unser LSD. 140 LSD wieder zu, aber wenn es halt wie gesagt 30.000 kostet oder 100.000 für ein Upgrade, dann musst du ja ewig farmen. Machen wir das Level noch zu Ende hier. Dieser eine Teil. Und dann war es das auch. Ja, gut Leute. Dieses Spiel. Lichtspeer. Jetzt haben wir sogar nur fliegende Gegner. Ah ne, da sind Wikinger, okay. Dann war immer 2 auf dem Boot. Aber ja. Wollte nicht mehr weitermachen. Was ist denn, wenn wir jetzt zur Karte gehen? Kriegen wir diese 5000 Dinger dann dazu? Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viel ich vorher hatte, wie viel nachher. Nee. Das heißt also, es bringt mir gar nichts. Aber ich kann fortsetzen, das ist ganz cool. Das heißt, wenn ich mal keine Zeit, keine Lust mehr habe oder sonst irgendwie was, dann können wir dann gleich wieder am Anfang der Mission, genau, können wir dann wieder weitermachen. Das finde ich ganz cool. Gut, Leute, das war's gewesen mit dem Angespiel zu Lichtspeer. Kostet, wie gesagt, 4,39 im Play Store. Könnt ihr euch mal angucken, falls ihr Interesse daran habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne eure Meinung.
gerne eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Angespielt. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.